Kurzer Schwalbentest. Was meint ihr? Das weiß Günther, unser Spezialist. Ja. K51 stickt zu auf jeden Fall. Sie haben einen Auspuff auf der rechten Seite. Ja. Fahrtwind gekühlt. Viergang. Die Strich 1. Viergang, die Strich 1 Serie. Ja. Hatte ja Gebläsekühlung. Sie haben Fahrtwindkühlung. Es gab ja von den Schwalben 9 verschiedene Ausführungen. Die sind in Baureihe lückenlos. Warum die drei Herren auf der Bank das alles wissen? Weil sie sich ihr eigenes Museum eingerichtet haben. Jedes Moped, das hier steht, war mal Schrott. Und die drei von der Bank haben daraus eigenhändig wieder Liebhaberstücke gemacht. Bei so viel altem Glanz achtet niemand auf die kleinen Zicken der grünen Schwalbe. Ein Fehler, wie sich herausstellen wird. Schön. So. Das war was. Der kommt an. Ja, der wird. Der wird mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Heute Abend ist er da. Der nächste Boxenstopp auf dem Weg an die Ostsee, Dagun. Einer der ältesten Backsteinbauten Mecklenburg-Vorpommerns. Früher, also sehr viel früher, slawische Burg von Heinrich dem Löwen. Danach Zisterzienserkloster und später sogar Schloss der Mecklenburger Großherzöge. »92 Stufen zählt die Treppe zum Turm, dem Punkt, an dem sich die wahre Dimension erst erschließt.« Wir befinden uns jetzt oberhalb der Klosterkirche St. Marien, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Und hier von hier oben kann man ganz toll die Bauweise der Zisterzienseranlagen sehen, und zwar die Kreuzform. Das ist das Kirchenlangschiff und anschließend das Querhaus in Kreuzform erbaut. Stimmt. Und ja, zum Schluss kommt der Chorumgang. Wie so ein, richtig wie ein liegendes Kreuz. Ne? Genau, wie ein liegendes Kreuz. Hier war auch Abenteuerspielplatz, ja, der Jugend aus der Gun zu der Zeit. Die haben hier drauf Fange gespielt, es ist nie was passiert. Ja, hier. Wirklich. Hm? Obendrauf. Kommen Sie selber aus Dagun? Ich komme aus Dagun, aber ich war hier nicht obendrauf. Da bin ich noch zu jung für. Das hat sich so rumgesprochen wahrscheinlich, oder? Hier war Abenteuerspielplatz, ganz genau. Das Gebäude übersteht alle Kriege unbeschadet. Doch im April 1945 zündet irgendjemand alle 4 Türme an. Bis heute ist nicht geklärt, wer es war, doch das Schloss brennt bis auf die Grundmauern ab. Erst nach der Wende beginnen die Daguner, die Ruine zu sichern. Einzig wieder aufgebaut, die Klosterkirche. An Sommerabenden wird sie zum Ort für Musikliebhaber. Emanuel Schmieding allerdings ist eher ein Liebhaber der lauten Töne. Das erste Konzert der Saison soll mit einem grandiosen Feuerwerk enden. Und das besteht aus über 200 Einzelteilen. Ja, aber ungefähr der gleiche Abstand. Genau. Und so liegen sie doch perfekt. Ich habe einen besonderen Plan, genau. Mir wurde der Titel zugeschickt. Dann muss ich mich natürlich hinsetzen, mir 2-3 Tage den Titel hintereinander anhören, dass ich da einfach reinkomme, dass ich ihn kenne. Und dann muss ich wissen, was wir für Effekte da haben im Lager. Und dann fange ich an, mir zu überlegen, zu welcher Stelle in der Musik, zu welchem Tusch, zu welchem Cue ich welchen Effekt ganz einfach nehme. Es ist das erste Feuerwerk, das unter der Regie des 21-jährigen gelernten Kfz-Mechatronikers abgebrannt werden soll. Premiere. Die Zuschauer in der Kirche ahnen nicht, dass im Hof eine Art Feuertaufe stattfinden soll. Der Jungpyrotechniker trifft auf den Chef des Orchesters. Wie ist der Ablauf des Programms? Wollte ich mal nachfragen. Also ist da eine Pause zwischen? Das ist eine Pause. Okay. Also wir spielen ungefähr eine Dreiviertelstunde, dann haben wir eine Pause. Genau. 20 Minuten. Ja. Ungefähr immer alles. Ja, so. Klar. Und beim letzten Stück geht's ja los, ne? Der Sommer macht seinem Namen keine Ehre. Es ist bitterkalt, es regnet. Kein guter Start in eine große Pyrotechniker-Karriere. Hast du die Kabelbänder da, bei zufällig? Dann sollte es klappen. Gut. Emanuel und sein Bruder können erst viel später anfangen, als sie geplant hatten. Ihr Feuerwerk würde zwar richtig zünden, aber der Hof ist eine einzige Schlammpfütze.
noch bin ich im Plan, ja. Bin natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil es jetzt so langsam Richtung Schießen geht. Aber noch bin ich gut im Plan, ja. Es ist weit nach der Pause und noch immer sind nicht alle Zündschnüre angebracht. Sagen will Emanuel dazu jetzt nichts. Pyrotechniker war im kalten Nieselregen schnell verschwunden. Ob er den Applaus wohl noch gehört hat? Hallo. Das hier, das sind sie, die Reuters-Fritzen. Und die machen die ganze Zeit die Musik, die sie immer hören, wenn die Schwalbe nicht zu laut knattert. Guten Tag. Guten Morgen. Ja, guten Tag. Guten Tag, guten Morgen. Moin. Na? Na? Wer von euch hat denn selber eigentlich so eine Schwalbe? Dürft ihr einmal kurz um euer Schwalbenhandzeichen bitten? Wer von euch fährt Schwalbe? Keiner. Kein einziger? Das ist der Boris. Der hat seine Schwalbe repariert, getan und gemacht und für sein Süßilein den Song geschrieben. Und der ist leider heute nicht dabei. Aber ansonsten sitzt er hier und singt und trällert und trommelt. Aber der hat eine super Schwalbe, die er dann irgendwann an den Höchstbietenden verkauft hat, weil sie nicht fährt. Das heißt, er war schlau genug, sich rechtzeitig von der Schwalbe zu trennen, bevor die gezickt hat. Genau. Wie ist das bei euch mit dem Musikmachen? Habt ihr erst über das Musikmachen zusammengefunden oder seid ihr schon vorher befreundet gewesen? Nein, wir sind über die Musik. Über die Musik, genau. Über die Musik. Bei euren Auftritten geht es ja immer richtig ab. Also ich habe mir so ein paar Sachen auf YouTube und so angeguckt und zuerst sieht das immer so aus, ganz gemächlich und dann tanzen die Leute auf dem Tisch. Woran liegt das? Wir schalten einfach auf Durchgang. Also wenn es losgeht, geht es los. Ja, und weil wir, also man kann nur Musik machen, wenn man einfach entspannt ist. Ne? Also, und Spaß bei der Sache. Ja, ne? Spaß bei der Sache haben und wir sind alles Heinis. Ja. Alles Heinis. Du bist ein Heini. Ja. Ich nicht. Nee, du bist ein Günther. Ne? Ich bin Günther. Ja. Ich bin Dieter. Ja. Ich bin Jan. Genau. Es kommt eigentlich nicht so drauf an. Nee, man muss Spaß machen, darum geht's. Man muss viel mehr Spaß haben im Leben. Wollt ihr nochmal, wenn ich versuche, die Schwalbe wieder anzukriegen? Gib mal richtig Gas, du. Ja, ich geh mal richtig Gas. Rapsstoffe. Wie? Rapsstoffe. 1, 2, 3, 4. Geh mal Raps und grüß Gras, mit dir macht alles so viel Spaß. Der Wind von vorn, die Brust im Rücken, nichts kann mir mit mir verzücken. Ja! Ich sag nur Süßen, wir fahren mit der Schwalbe an die Ostsee. Wow, ich sag nur Süßen, lernen auf Konzert. Wir fahren mit der Schwalbe an die Ostsee. Wow, wir fahren mit der Schwalbe an die Ostsee. Diese Einladung im Internet klang einfach zu gut. Liebe Freunde, hiermit möchten wir zum Oldtimer-Treffen in Teterow einladen. Mitfahren kann jeder, der einen Oldtimer hat. Alt ist sie ja, die Schwalbe. Programmpunkt 1, ein Treffen der Oldtimer-Freunde am Marktplatz von Teterow, dem geografischen Mittelpunkt von Mecklenburg-Vorpommern und außerdem auch die Motorsporthauptstadt von Europa, sagen zumindest einige hier. Alte Liebe rostet nicht. Zumindest meistens. Der legendäre Bergring ruft und mehr als 60 Motorräder, die meisten von ihnen mehr als 50 Jahre alt, sind gefolgt. Mit der Einladung.